Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Alive. Jede Woche eine Folge. Erzähle ich euch ein bisschen, was so diese Woche passiert ist. 7 Tage lang Saurier. Okay. So. Oh. Oh. 2 Rare Spawns hier bei mir. Heute, wenn ich den jetzt fange, kann ich den auf Level 10 pushen. So, ist ein bisschen ungewohnt mit dem iPhone hier. Tut mir leid, wenn ich nicht so gut treffe. Oh. Das ist echt wie bei Pokémon, wenn man mit einem anderen Gerät dann fängt oder wirft. Boah, das war richtig schlecht. Also normal mache ich immer 100 bis 120 und nicht 33. Okay, aber müsste reichen. Wenn ich richtig gesehen habe. Ja, reicht. Alles klar. Und den auch noch. Sprich, wir könnten vielleicht Level 9 erreichen. Aber gibt's hier Musik? Nee. Oder warte mal. Ich hab's auf lautlos vielleicht, wenn ich Ton anmache. Alter, oh. Das ist so ungeschmeidig hier auf dem iPhone. Es wackelt hin und her. Alter. Richtig, richtig strange. Gefällt mir gar nicht. So, Moment. Kommt jetzt Ton? Nee, kommt immer noch kein Ton. Naja, egal. So, können wir den einsammeln? Erstmal den täglichen. Den können wir einsammeln. Wir sammeln unser tägliches Geschenk ein. Brutkasten. $3, okay. 20 Pfeile, okay. 8 Velociraptor, okay. Eigentlich nicht schlecht, aber wir brauchen 3000, also da helfen die 8 nicht. Und jetzt habe ich sogar noch einen 12 Stunden Inkubator. Nicht so krass wie letztes Mal, 24 Stunden, aber... Ey, 12 ist auch nicht schlecht. So. Sieht man hier eigentlich irgendwo, dass er 12 ist? Gerade nicht, oder? Naja, egal. Ihr müsst mir glauben, der ist 12. Seht ihr auch an den Münzen, also eine Menge Münzen. 600 von dem, okay. 1778 von dem, okay, übertreibt. 208 von dem. 273 von dem, okay. Den können wir pushen. Okay, war gar nicht so schlecht. Wir können ein paar machen. Ein paar neue und ein paar pushen hier von meinem Team. Das kostet natürlich viel, weil die so hoch sind. Da mache ich momentan erstmal nichts. Und zwar gehen wir erstmal ganz, ganz weit runter. Und zwar können wir hier 2 neue Dinos kreieren, erschaffen. Der hier, den habe ich geschenkt bekommen umsonst. Gab es diese Woche einfach so ein gratis Geschenk. Ein Inkubator war das und da waren ein paar coole Sachen mit dabei. Unter anderem dieser hier, T-Rex Tyrannosaurus Gen 2. Erstellen. Selten, okay. Ah, der kann, glaube ich, nichts. Oh. Da war so viel drin, wir können den direkt pushen. Also, Level 9 könnten wir erreichen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir den so oft pushen können. Ich dachte, wir können den nur einmal kreieren. Und es gibt ein bisschen EP. Attacken. Ja, nichts Besonderes. Ja. Okay. Dann können wir erstmal den hier noch klären. Das war ein Event-Dino. Wobei diese Woche ich bemerkt habe, dass der allgemein öfter gespawnt ist. Auch unabhängig vom Event. Dementsprechend habe ich beim Event den nicht so oft gefangen. Ich habe mich da auf den Utahraptor konzentriert. Eigentlich einer meiner Lieblinge. Event waren 3 Dinos. Man konnte die gesamt 15 Mal fangen und da konnte man sich aussuchen zwischen den 3 Dinos, wie oft man was fängt. Ich habe den jetzt ein paar Mal gefangen und hauptsächlich, wie gesagt, den Utahraptor. So. Schlecht, einmal geht's sogar noch. Entwickeln wir hier. Okay, der Ton fehlt schon. Der Ton wäre es, glaube ich, ein bisschen spannender. Muss ich für die nächste Folge
Schauen, wie das geht mit dem Ton. Yes! Ganz okay, sag ich mal. Alter, was kann denn der? Initiative. Versucht einen Schaden. 75% Chance zu betäuben. Blitzsturm, ah, okay. Verzögerung 2, oh. Das heißt, es braucht 2 Minuten, bis er die Attacke erstmal einsetzen kann. Und Cooldown 2. Kampf und Flo. Und, okay, ja, so ein. Das ist eigentlich genau dasselbe wie der andere, den ich habe. Nur Geschwindigkeit 124 ist langsamer. Ich zeige euch mal kurz, das ist eigentlich genau dasselbe wie der hier. Und der hier hat Geschwindigkeit 129. Dafür hat er nur 627 Damage. Können wir mal kurz schauen, wie viel Damage der hat. Ist es der? Ne, ich glaube, es ist nicht der. Ne, das ist ein anderer. Das ist ein anderer, warte mal. Der hier. Sehen schon ähnlich aus. 2 grüne Dinos. Okay. Der hier hat Damage. 553. Okay, der ist auch noch ein bisschen niedriger. Naja. Den können wir noch ein wenig DNA sammeln. So. Ah, weil wir von dem ein bisschen DNA jetzt bekommen haben. Okay. Aber kreieren können wir ihn wahrscheinlich nicht. Okay, darauf wollte ich nicht klicken. Fail. Ne, danke. Lieber hier den Hybriden kreieren. Immer auf die Hybriden gehen. Vor allem ist das erstmal ein neuer Dex-Eintrag, wenn ich den kreiert habe. Ah ja, das erinnert mich. Ich zeige euch mal meinen Pokédex. Warte, hier, Pokédex. Weil da fehlt nicht mal viel. Also zumindest bei gesehen. Aber wie gesagt, das zeige ich euch gleich mal. Ah, das ist ja. Level 9. Bam, 19. Einmaliges Angebot. Ne, danke. Ja. Das hier. Teil-DNA für den Hybriden gibt auch EP. Das wusste ich gar nicht. Oder? Also jetzt hat es gerade eben nicht den EP gegeben, aber vorhin schon. Komisch. Mal hat es EP gegeben, mal nicht. Hier. So. Es fehlen nur noch 3. Nur noch 3. Krass, gell? Aber egal. Ein paar Sachen können wir noch. Hier. Zumindest auf Stufe 10 mache ich die meisten. Die meisten brauchen mindestens Stufe 15. Damit man deren Hybriden freischalten kann. Und dann mit denen anfangen kann zu fusionieren. Den haben wir gerade gefangen. Okay. Ja, Level 9 erreicht, nicht schlecht. Dann können wir. Ich mache ein Duell. Ein Match. Das reicht schon. Alter, worauf habe ich jetzt gerade geklickt? Das alte iPhone. Die ist ein bisschen hängt. So. Ich zeige euch nochmal kurz mein Team. Das ist momentan mein Team. Ich bin relativ zufrieden. Der T-Rex muss weg. Und der hier muss weg. Ich habe den momentan nur drin, weil er ziemlich schnell ist. Und er eine Ladeattacke kann. 130 ist halt extrem schnell. Er ist schneller als die meisten Raptoren. Und dann, er kommt einfach rein und macht diesen Ansturm mit mal 2 Schaden. Aber an sich ist er nicht so top. Und der T-Rex ist halt echt viel zu lahm. Den habe ich neu kreiert, der ist ziemlich krass. Werde ich auf jeden Fall weiter pushen, wenn ich genug DNA habe von diesen einen Ceratops. Aber ja, das ist momentan mein Team. Überleg mir gerade noch, ob ich einen von den 2 hier weiter pushen soll. Wie gesagt, erstmal hier ein Kampf und dann war es auch schon mit dem Video heute. Ein paar neue Dinos, kreiert, gepusht, Level 9 erreicht. Schreibt unten in die Kommentare, welches Level ihr seid. Weil langsam wird es richtig schwer, EP zu sammeln. EP kann man nur sammeln, wenn man Dinos kreiert und pusht. Und langsam erreiche ich ein Level, wo es echt teuer wird, einen Dino zu pushen. 1000 Gold oder mehr. Und stellt euch vor, 1000 Gold oder mehr, um so ein bisschen
EP zu sammeln. Okay. Also ich hänge hier in diesem Level der Arena fest, weil es echt zu heftig. Ich brauche da auf jeden Fall bessere Dinos, wenn ich hochsteigen will. Aber hier hänge ich echt schon eine Weile fest. Immer so zwischen 2800 Punkten und 2900. Und bei 3000 würde ich die nächste Stufe erreichen. Haben wir Verbindung verloren? Hat der Gegner Verbindung verloren? Was ist hier los? Also T-Rex. So. Natürlich Pounce. Sprungangriff auf Deutsch, glaube ich. Der zerstört einfach. Ich habe meinen Velociraptor auch auf 15 hochgepusht. Hat echt eine Menge Gold gekostet, aber egal. Das lohnt sich auf jeden Fall. Okay. So, easy game. Zumindest gegen T-Rex. Mal schauen, was er noch so auf Lager hat. Gegner ist, glaube ich, AFK. Er ist gar nicht am Start. Deswegen wird automatisch für ihn. Wenn jemand AFK ist, nicht am Start ist, Verbindung verloren hat, dann geht der Kampf weiter. Der Kampf wird nicht unterbrochen. Aber es wird für ihn automatisch die schwächste Attacke immer ausgewählt. Die erste Attacke. So kann man ab und zu, wenn man in Führung ist und dann die Verbindung verliert, trotzdem noch gewinnen. Das, jedes Mal läuft die Zeit unter und dann wird automatisch die schwächste Attacke ausgewählt. Also die erste Attacke, glaube ich. Ist nicht unbedingt die schwächste, aber in den meisten Fällen ist es die schwächste. Könnt sehen, es läuft wieder runter auf 0. Okay. So, Verwundbarkeitsangriff. Ich wechsle mal in den T-Rex. Wieso nicht? Wir müssen jetzt wieder warten. Alter. Bis die Zeit runterläuft. Austausch mit. Ausgetauscht mit. Okay. Seht, die Zeit läuft wieder runter. Aber egal, easy win. Wobei ich denke, wir hätten auch so gewonnen, also sein Team war jetzt nicht so top. Kritisch für ihn. Nicht schlecht. Okay, easy. Zeit läuft wieder runter. Eieieiei. Okay. Dann wird für ihn automatisch ein Dino ausgewählt. Ich glaube, wir sind der Erste in der Reihe. Den hat er, okay. Den habe ich nicht mal. Er ist aber, glaube ich, relativ schwach, was Angriff angeht. Sprich, ich müsste seinen Angriff überleben. Und dann könnte ich ihn theoretisch töten und einen 3-0 rausziehen. Ja. Und. Bam! 3-0. Haha, ich wusste es. Ich habe es gespürt. T-Rex, Baby. Easy. Ihr seht, immer so zwischen 2,8 ungefähr und 2,9 hänge ich. Ja, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Machen wir es diesmal nicht allzu lang, weil ich habe heute schon 3 andere Videos hochgeladen. Check die ab. Erster Regi-Eyes, heute Mewtwo Raid, neue Raid-Bosse und alle Infos zu Regi-Eyes. Ich meine Regi-Stil. Ich bin immer noch bei Regi-Eyes hingeblieben. Regi-Stil meine ich natürlich. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neuer Shop, neue Preise. Lohnt sich auf jeden Fall. Vergesst nicht. Jurassic World Alive. Ich kann es nicht sagen. Es ist nicht Serious Business. Aber trotzdem, ciao.